Ich glaube, du bist. Nee, du. Ja, ich? Okay. Hallo und ein schnurziges Willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Salome. Hi. Und jetzt aktuell im verbrannten, gruseligen Gebiet. Mir ist warm und da drüben ist ein, ich weiß nicht, ob das ein Theater oder ein Kino ist. Wollen wir da Pillen gucken oder wollen wir da drüben Theater gucken? Oder beides? Ich meine, wir haben eine halbe Stunde noch Zeit. Wir machen erstmal Pillen. Okay, erstmal Pillen. Ich brauche die Pille. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich glaube, ich schwebe. Hallo? Warum schwebe ich? Du hast wahrscheinlich auf H gedrückt und kannst schweben. Drück nochmal, genau. Kann ich, Mann, geht das ey. Bei mir auch? Ja, guck, geht bei mir auch. Oh Mann. Ja, gerade habe ich dieses Schreien auch gehört. Da habe ich schon gewundert, warum ich auf einmal so schnell bin. Ja. Ja. Oh, da vorne kommt eine ganze Menge gelaufen und es ist gerade irgendwie wieder voll dunkel. Ich mach mal Gebrauch von meiner Nachtsichtgranate hier. Von mir nicht wundern, ich hab Bonbon im Mund. Bonne. Ein Bonbon. Ein Bonbon. 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 Bom. Bonbon. Bonne. Bonne. Wie eine Bonne. Es ist mir eine Wonne. Ich schenk dir mein Bonbonne. Du riechst wie eine Tonne. Ja, sehr freundlich. Da. Ach, das ist leer. Ich habe ein Rezept gefunden. Ist das hell. Eine Rezept? Eigentlich Rezept, was man halt lernen kann. Wo hänge ich denn hier drin? In Kacke. Hier vorne ist es voll dunkel, da hinten ist voll hell. Was los? Alles leer. Du musst in die Hose. Oh, hier ist doch unberührt. Oh, ich habe Schmerzmittel. Hi! Ich habe Schmerzmittel. Nö! Ich bin unschreckbar. Glaube ich dir sofort. Mich kann man nicht erschrecken. Und ich habe mich noch niemals in meinem ganzen Leben erschreckt. Selbst dann nicht, wenn tausende Viecher durch die Decke geknallt kommen. Drücke E, um den Stuhl aufzuheben. Igitt. Ich möchte aber keinen Stuhl aufheben. Ich mag keine Stühle. Ich stehe lieber. Stühle sind viel bequemer. Yeah. Ach, du bist das. Ich dachte schon, da läuft irgendwas. Ja, weißt du, da springt ein Zombie plötzlich. Ein Zombie! Ist wieder voll dunkel. Yeah. Oh, hallo! Eine Doktorin! Noch eine Doktorin. Oh Gott, dusch. Yeah. Oh, ich habe Klamotten gefunden. Ich kann mich endlich wieder anziehen. Nachdem du mir meine Klamotten... Oh, ich habe Antibiotika gefunden. Antibiotika. Die ist grün. Was ist grün? Die Ärzte war grün. Okay, habe ich nicht gesehen. Ich hatte die grüne Nachtsicht an. Das musst du auch auseinandernehmen. Ach doch. Da gibt's Rohre und Eisen. Ich hab Rohre. Ich hab ein Rohr. Das weiß ich doch, dass du eins hast. Ein Rohr. Oh, hier hinten ist eine Handtasche. Ein Labo. A Labo. Oh. Oh.
Ein medizinischer Vorrat. Oh, was ist das? Ist das... Ach, Sichtbereich mal 2. Oh, schade. Pack ich dir daheim wieder in der Dingens. Ein kleiner leerer Mülleimer. Leb wohl. Leb wohl, schöne Welt. Sei vorsichtig. Njong. Warte mal, wir müssen mal vorrennen. Warte doch mal. Oh. Ich sehe deinen Schatten, das ist gruselig. Toll. Da steht, da war eine Toilette in einer Kiste. Prügeln! Oh, sehr sexy. Das war bestimmt das Freudenmädchen, das sonst immer nackt gewesen ist. Nö, das läuft immer noch nackt irgendwo rum. Und nu? Räuberleiter! Bleib mal stehen! Toll, ich stehe in dir. Schön. Ich bin oben. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Hi. Hi. Poppenpilz. Oh. Da, ich habe meine Taschen sind voll. Poppenden Pilz. Oh, Arme. Hä, was ich arme? Oh, du Arme. Warum? Ich habe gesagt, poppenden Pilz. Doch mal einen Pilz. Ja, nee. Ich glaube nicht, dass das so geil ist. Meinst du? Ja, schon. Ich meine, es ist ein Pilz. Der ist so trocken. Du hast eine Versandkiste vergessen. Oh, da oben. Ich kann nichts mehr tragen. Obacht. Oh, ach, das, ach, da hast du auch schon geplündert. Oh, durchsuche Karre unberührt. Nom. Ach ja, hier, komm mal her. Guck mal hier, ich habe eine. Guck mal. Kannst lernen. Klirre. So, ich glaube, das war's schon, ne? Glaube ja. Okay, oh, wobei, da geht's noch nach oben. Guck mal, da ist doch offen da oben. Ob man da irgendwie hochkommt? Bau dich da mal hoch. Guck mal, ob da oben was ist. Ich weiß nicht, wo du überhaupt bist. Hier oben, du musst raus in den Hauptdingens. Guck mal hier, hallo. Ich hab Durst. Nichts zum Trinken dabei, natürlich. Oh ja, ich Durst hab ich auch. Ich hab auch nichts bei. Ich sehe jedenfalls gerade nichts. Das hast du gut gemacht. Geh doch einfach hier in die Mitte. Zum Beispiel hier oder so. Ein bisschen, ein Stock weiter rüber noch. Moment, warte mal. Das ist dran. Da kannst du dich aber besser hochbauen. Nee. Ob du dich jetzt... So. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich verletzt.
Ah, siehst du, da oben war doch was, ne? Ja, eine Tussi. Zombie. Das ist alles? Nur Zombies? Nee. Aber jetzt sehe ich nur Zombies, weil es halt gerade auf mich zukommt. Mhm. Oh Gott, ich bin so doof. Ah, Mann! Oh, hier hätte man ein Loch klettern können sogar. Schick. Irgendwo hier wäre der Leiter gewesen. Ja, geil. Ja, hier hinten ist eine, guck. Hm? Wo bist du denn? Unten. Ah. Oh, okay. Wo die Leiter hinführt, weiß ich leider nicht. Schau mal doch mal. Uff. Oh. Juhu. Oh, hier waren wir doch gar nicht. Das dachte ich mir. Ist alles unberührt. Hier oben sind drei Kisten von links. Oh, toll. Lass mich raten, kein Platz mehr? Doch, aber ich brauche Dietrich hier wieder erstmal. Oh nee, oh, ich hasse das mit Dietrich. Ich muss sie wieder verbrauchen, das meine ich damit. Ich auch. Pff. Erstmal vorhin gegen das Metall klatschen. Ey. Oh Mann. Oh, da ist ein Büchlein. Oh, kann ich nutzen. Das ist leer. Das ist leer. Gut, fertig. Ja. Okay, da hat gerade auch was geschrien. Das habe ich gerade auch gehört. Das ist so Gänsehaut, wenn da was schreit. Ja, aber ich sag ja, ich sehe hier nirgendwo im Umkreis irgendein Zombie, von dem das herkommen könnte. Also schließe ich daraus, dass das zum Ambiente gehört. Und ja, das ändert. Das ändert aber nichts daran, dass es wirklich gruselig ist. Puff. Oh, nein, das wollte ich nicht machen. Ein Kühlschrank. Ja, mit Gläsern. Mehr, mehr. Oh, hier ist Trinken. Wo? Ganz rechts oben. Oben rechts. Oh, hier ist Essen. Das gönne ich mir mal. Oh. Uah. Ah, ich habe die leeren Dosen gerade weggeschmissen. Ich bin schon erschrocken, was hier für komische Säckchen rumfliegen. Oh, hier ist noch Wasser. 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 Ein Reinigungswagen mit Cheesepulver. Ah, hier sind wir. Keine Ahnung, wo wir sind. Hier mal rein gar nichts mehr. Ach, da, ja, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Oh, da ist noch Klowasser. Ja, das war's. Ja, hier auch, aber ich kann nicht aufnehmen. Ich auch nicht. Ich glaube, ich schmeiß mal was weg. Ach komm, ich habe hier irgendwelche komischen Schuhe. Und eine Hose. Glucke, glucke. So, eine Viertelstunde haben wir noch. Markier das Theater lieber. Theater! Mach mir so ein Theater! Theater, Theater, die Bühne ist frei.
So. Ja. Bitteschön. Theode. Mach hier mal das Theater, dann komme ich jetzt mal wieder her. Okay. Wo bin ich denn? Ich muss doch mal ein bisschen... Ah, da muss ich mal hinfahren. Aus dem Weg. Toll. Ich dachte, ich käme noch durch. Nein! Nein, was machst du denn? Doofes Auto, Mann! Dämliches Auto. Hallo, ich will gerne ein paar Tickets kaufen. Ach. Wir haben geschlossen. Hit dicht. Theater. Ja, mach kein Theater hier. Wir müssen das Auto vorhin irgendwann mal nachfüllen. Ach, tanken. Yep. Hab ich denn keins? Doch, hier. Er hat gerade mal 8% gegeben. Was? Das waren 800 Einheiten? Mhm. Oh, da habe ich noch ein Büchlein. Schick. Oh, hier dieses... Nee, das habe ich jetzt nicht gehört. Ich glaube, das ist wirklich nur Ambiente. Ja, es ist Ambiente, aber es ist halt... Theode! Oh, willst du noch mal schnell in den Briefkasten gucken? Schade. So, also dann auf den Weg nach Hause. Vielleicht finden wir noch ein paar interessante Sachen zu markieren unterwegs. Weißt du, was ich vermisst habe? Hä? Das Bob's Bars. Was? Zoe Saloon? Guck mal, das ist ein Saloon. Ein Saloon? Nee, Salon. Es ist ein Salon. Ein Saloon wird mit Doppel-O. Ja, genau. Das ist bestimmt so ein Friseursalon oder sowas. Hier. Ein Jalon. Ein Salon. Gut geschrieben. Stimmt, wenn ich Saloon gesagt habe, ich meinen Salon. Ein Salon. Oh, was ist das? Das sieht aus wie ein Hotel. Was steht da? Warte mal. Paper Mill? Paper Mill. Ach, Papiermühle. Ja. Paper Mill. Eine Milf aus Papier. Geil. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ist auch nicht schlecht. Wie weit sind wir eigentlich von zu Hause entfernt? Warte mal. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das ist echt weit. Mhm. Also einfach nur der dicken Straße entlang. Aber nur der dicken entlang? Ja, die dicke. Huch. Ah! jetzt um die Kurve. Wo bin ich denn? Du bist genau. Bei Dodge. Was? Warte mal. Was doch, bin richtig. Hä? Hallo? Warte mal zurück. Doggos. Ja, das ist ein Hotel oder sowas. Doggos heißt da. Das klingt. Doggos, das klingt eher nach einem Restaurant, nach einem kleinen. Kann auch sein. Oh, Entschuldigung. Ich drücke immer F, um meine Nachtsicht auszuschalten, aber dabei schalte ich jetzt das Dingens hier aus. Hallo, kleines Resthäuschen. Da stand sogar ein Kochherd. Ja, das war nur noch die Ecke vom Haus. Mhm. Mehr war es nicht mehr. Die Eck. Hui! Ah, das ist ja als wie so ein Baby schreien. So. Okay. Hab ich auch wieder nicht gehört. Hui! Ich hab immer voll Gänsehaut. Was die Umgebung hier behauptet. Wo ich tatsächlich immer voll Gänsehaut gekriegt habe, wo ich dann nach einer Weile sogar dieses Ambiente-Sound abgeschaltet habe. Das war mal bei einem Wimmelbildspiel tatsächlich.
wo dann immer solche Hintergrundgeräusche kamen, von so gruselige Hintergrundgeräusche, je nachdem in welchem Raum du warst. Und es gab dann immer ein, zwei Räume, wo du dann gehört hast, im Hintergrund praktisch ein schlagendes Geräusch und danach so ein Kinderheulen. Und ich konnte das nach einer Weile nicht mehr hören, ey. Zumal man in der Story erfahren hat, dass der Vater sein Kind geschlagen hat. Und dann dieses Ambiente-Sound im Hintergrund, das war so furchtbar. Oh, das war so furchtbar. Irgendwann habe ich das abgeschaltet, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Dieses gequälte Weinen und diese Schlaggeräusche dabei. Das ist, boah, nee. Das ging gar nicht. Und ich habe noch nicht mal Kinder wohlgemerkt, ne? Und mir ist das an die Nerven gegangen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das mache ich bei vielen Spielen, die sowas haben, nicht. Ja, das ist... Ich habe das Spiel tatsächlich auch niemals beendet und auch nie wieder angefasst. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie das heißt. Und da bin ich auch sehr froh drum. Weißt du, was mir noch Gänsehaut macht? Hm? Erinnerst du dich noch an Project Zero, das Kinderlachen? Oh ja, oder das, wo die dieses Spiel gesungen haben da. Wow. Oder wenn du da durch die Tür wolltest und dann hat auch so ein Baby geweint, da bin ich auch immer so zusammengezuckt, das erste Mal. Und danach auch trotzdem immer noch Gänsehaut, das ist so krass einfach. So, mal gucken, wo sind wir denn? Ach, guck mal, wir sind schon fast da. Ich kann jetzt an keinem Spiel leiden, wenn sowas kommt. Das ist so tödlich, finde ich. Ich meine, so ein kurzes Babywein, wie jetzt beispielsweise bei Project Zero, wenn du da dieser Tür zu nahe kommst, das geht ja noch. Aber dann in diesem Wimmelbildspiel, weißt du, wo du gehört hast, wie der sein Kind schlägt und das Kind dann auch noch weint, immer wieder so alle paar, keine Ahnung, 30 Sekunden als Sample im Hintergrund. Oh, das war so, das war Folter, ey. Also das ging gar nicht. So, jetzt müssen wir hier lang. So, jetzt haben wir ein bisschen angenehmeres Ambiente hier. Ja. Viel angenehmer. Hi! Nicht von. Ich verliere die Kontrolle, weil gerade das Bild hängt. Ja, aber mir ist auch schon. Schon wieder. So, Vollbremsung, Karte gucken. Wo sind wir? Ja, sieht gut aus. Wir müssen jetzt theoretisch da lang. Theoretisch. Also entweder mir kommt das nur so vor oder diese Hügel und Berge sind etwas holpriger als früher. Oh, schau mal. Oh, ein Stein. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ein schöner Stein. Das war so ein schöner Stein. Hallo. Hui. So einen schönen Stein habe ich schon mein ganzes Leben damit gesehen. Vor allem, ich sehe alles in grün hier. Das wird nichts. Die Motivationshupe, dat geht! Bis wie höre ich? Dat geht! Dat geht! Dat geht! Hol mir mal die Tang her! Hol mir mal den Tang her! Dat geht! Dat geht! Meister, das geht kaputt! Das hat kalt! Oh, da ist ein Wolf. Ja, ja! Was, wo ist ein Wolf? Ach, aber ich fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter. Okay, hätte ich sonst wieder nach unten gemusst? Ja. Hui! Ich glaube, wir haben gerade den Mount Everest bestiegen. Mit dem Auto. Hui! Alter! Geil! Hey, ist hier unser Haus? Ja! Nein, du kannst die Rampe da nicht hochfahren. Nein! Hallo! Du machst die Klingenfallen kaputt. Fahr wieder runter! Jupp. Oh, Entschuldigung! Fackelmann! Da fackel ich nicht lange. Alter, es ist Ding voll. So. Das wollen wir mal aber auch in der nächsten Folge, oder? Hä? Das wollen wir mal auch erst in der nächsten Folge, oder? Der soll mir das ganze Ding jetzt einfach so stehen lassen?
Ich meine, wir haben noch 5 Minuten. Das Einsortieren können wir ruhig noch machen. Außerdem, ich hatte das Inventar ja fast leer. Also so lange wird das jetzt, denke ich mal, nicht dauern. 3 Stunden später. Uiuiui. Irgendwie knackt's und knistert's hier von links. Durch die ganzen Fackeln drüben. Manchmal ist das auch gruselig. Nö, finde ich jetzt so. Wird spannend. Oh, ich habe Blei. Dann Blei mal bei dem Blei. Getränke. Ich habe Wasser. Markt. Was willst du? Getränkemarkt. Ach so, Getränkemarkt. The Markt. Wir müssen mal auf den Markt. Oh, ich hab Dings ist fertig. Das die 100 Dingenskirchen ins Start. Oh, schön. Dann kannst du die noch in Auftrag geben. Da haben wir Werkzeug. Ja, ja, hey. Schönes Werkzeug. Nein. Und es ist so niedlich. Ich brauche eine Messbäsche. Eine Messbäsche? Ein kurzes Eisenrohr. Kurze Eisenrohre sind doch oben in der Kiste. Bring mir aber trotzdem mal einen Messbecher und einen Kochtopf und eine Flasche mit Säure habe ich dabei. Okay. Brauchst du für die Chemiestation nicht 3 Kochtöpfe? Ja, 3 Kochtöpfe und einen Messbecher. Gut, und was war das noch? Moment. Und das nächste Mal machen wir am besten noch eine Schmiede, weil wir haben alle 3 passende Dinger dazu. 3 Kochtöpfe und Messbecher. Ja, 3 Kochtöpfe, Messbecher und... Ah. Was? Das war's. Das war's, okay. Weil du hast so irgendwas gesagt mit Rohre oder so? Nein, die Rohre habe ich hier gefunden. Ah, okay. So, das nehme ich mit hoch. My sunshine, my only sunshine. You make me happy, when skies are gray. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Es ist hell. Wir waren mal wieder die ganze Nacht ohne Wäsche. Tagsüber sind wir hier und verteidigen uns und nachts gehen wir sind wir auf den Sprung. Hallo? Ja! Es regnet hier gerade rein. Was? Oh. Sehr schön. Warum haben wir ein Haus gebaut? Damit es reinregnet. In 13 Minuten ist es fertig. Oh, tatsächlich. Kann ich schmelzen. Schamelze! Ich schamelze! Nee. Manchmal vermisse ich an der Kiste eine Hupe. Halt doch dein Sappel. Dass ich immer hupen kann, wenn du drin bist. Hup, 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 hup. Oder so eine Handhupe. Du bist deine eigene Handhupe. Dass ich immer hupen kann, wenn du drin bist, ja. Du bist deine eigene Handhupe. Kannst du mal glauben, dass du das bist. Boah, es regt voll in die Bude rein. Ich geh in den Keller, Mann. Du Kellerkind. Da regt mich auch. Du Kellerkind. Kellerkind. Sag's Kellerkind. Ich bin kein Kellerkind. Ich hab nur nie im Keller gewohnt. Kind. Ich mag keine Keller. Und ich mag keine Wohnungsflure. Wieso nicht? Weil die gruselig sind. Das sind ganz normale Flure. Und die sind gruselig. Vor allem, wenn die richtig lang sind, sind die gruselig. Ich mochte schon seit meiner Kindheit keine Flure. Soll ich denn eigentlich den Goldrutenpflanze hinschmeißen? Zu Getränke, bitte. Okay. Getränke! You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, wenn's kreuzt. Alter, wie bitte 12 Minuten dauert die Chemiestation? Was so lang dauert. Uff. Steht dabei. Dann hab wird. Ich doch hier gesagt. Dann wird das. Da steht die Tür auf. Was zu? Hab ich gerade gemacht. Und ich glaube, ich schließe auch gleich alles ab hier. Guten Tag.
Ist das Auto leer? Weiß ich nicht. Ich habe zuerst rausgenommen. Ja, aber tust du mich umkreisen, statt da mal weiterzumachen, hä? Mir ist langweilig. Dann mach das Auto leer. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Mann. Maul mich doch nicht an. Ich kann doch. Ich bin gerade voll außen rumgelaufen. Et pisst. Leer? Ja. Gut. Die Tür zu? Ja, ist zu. So, ich setze mich jetzt auf meinen Sessel und lass mich zuregnen. Ich hab das gehört, wie du gesprungen bist. Höp. Ja, und ich werd nass. I wet that. Du bist eine Nuss. 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 Nuss-Nougat. Nussstriezel. Nuss-Nougat. Was hab ich denn hier? Alteisen. Und was ist das? Ist genauso. Süßkram, Rüstung und Welkzeug. Aber wir werden das wirklich meinen, dass wir für den Blutmond doch ein anderes Gebäude bauen, was weiter hinten ist. Yep. Das ist sinnvoller. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Nicht, weil dass das irgendwann mal so schlimm wird, dass die hier unsere Bude zerlegen. Diesen Blutmond haben wir echt noch Glück gehabt. Aber wir wissen ja, dass es schlimmer wird. Ja. Vor allem, wenn das dann die ganzen grünen Viecher kommen und die wo explodieren und so, weißt du? Oh. Ja. Da graut's mir. Doch noch, ich höre dich die ganze Basis. Zeit springen, ich erschreck da voll. Blei. So einsortiert ist. Und wir haben 32 Minuten. Ich will übrigens mal ganz kurz warten. Nee, kommen wir nicht. Hier ist doch irgendwas. Ja, da auf der anderen Seite drüben irgendwo. Nein, hier. Kommt her, ihr Schnuckenputzen. So, Ruhe jetzt. Am 6 Uhr morgens. Hier wird nicht rumgegrölt und rumgestöhnt. Ruhe jetzt. Ist Ruhestörung. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin die Ruhe selber. Wow. Ich hätte jetzt gelacht, wenn die angewiesen wären. Jetzt kam eine Schreierin. Ich sehe keine. Ich kann's auch nicht mehr. Boah! Quest abgeben noch schnell. Hui! Questi! Jetzt bin ich mit zwei gerade draußen. Ich kann die Quest nicht abgeben. Aua! Ich muss die Quest abbrechen, weil ich kann sie nicht beenden. Ja, die andere Quest. Ja, die andere, aber die mit den Hunden kann ich nicht abgeben. Aua! Der Typ ist gruselig. Der Typ hat irgendwie zwei, drei verschiedene Spinnen. Stimmt. Du hast auch zwei, drei verschiedene Spinnen. Natürliche Antibiotika. Her damit. Hast du sonst so irgendwas? Beseitige Zombies. Nee, das kannst du alleine machen. Na, hat er was Gescheites? Augenschmaus. Mit einem Tropfen Augenschmaus wird die Suche nach dem funkelnden Schatz viel leichter. Oh, erhöht die Beutequalität. Nerd-Test. Kanalisiere. Ich hab dabei. Natürlich habe ich dabei. Nerd-Tets. Kanalisiere deine inneren Nerd-Kräfte. Ach, schocke deine Feinde. Lampration, Gärungsmittel, Gesundheitsball. Ein köstlicher Low-Carb-Riegel aus vollständig natürlichen Kunststoffen. Aus vollständig natürlichen Kunststoffen. Mhm. Erhöht deine maximale Gesundheit sowie deine Widerstandsfähigkeit gegenüber kritischen Verletzungen und deren natürliche Heilungsgeschwindigkeit.
Süßkram. Schmusi. Du gehst mal auf die Sack. Auf die Sack vor allem. Ich hab's heute, ne? Ja. Mein Deutsch ist heute grandios. Oh, oh, da knallt jemand gegen die Tür. Hallo, Mr. Spinnemann. Yeah! Wäh! Batsch! Oh Gott, das kann ja bald schon wieder geerntet werden hier. Dann kann ich wieder kochen tun! Au! Ich bring doch schnell den Süßkram weg. Okay. Und sterbe dabei, weil ich die Treppe runterfalle. Okay. Okay! Hab ich mehr für mich. Okay. Danke. So. Hallo. Okay. So, meine Lieben. Das war's für heute. Danke fürs Zugucken und fürs Treubleiben. Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, beziehungsweise in 2 Tagen, wenn bei euch die nächste Folge kommt. Ja, tschüss. Also tschüss.